Naja, es ist sehr schwer zu sagen, Herr Gruppenführer. Wir sind auf völligem Neuland. Bald werden die Alliierten in die Festung Europa eindringen. Der Führer will seine Armee der Roboter-Supermänner bereit haben, um sie in den Kanal zurückzuschlagen. Jawohl, natürlich. Aber was? Sie haben 3 Jahre an dem Projekt. Was haben Sie hier, heute, das Sie uns zeigen können? Gestern hat sie eine Maus gefangen. Er gab seine Beine für das Vaterland. Nein, er gab sie eine Landmine. Aber sie werden ihm doch neue geben. Und wenn er nicht an Systemschock stirbt? Wie alle anderen vor ihm. Er wird wieder für Deutschland kämpfen. Hurra! Tak výsledek je už blízko. Es klingt so nah. Und aus dem Osten. Was bedeutet? Die Russen. Dann ist alles verloren. Du solltest jetzt gehen und gehe westwärts. Du willst bei den Amerikanern in Sicherheit sein. Ich werde dich nie verlassen. Was? Ich liebe dich. Weißt du das nicht? Und ich liebe dich auch, aber... Oh, Doktor. Es tut mir leid, er ist tot. Der verdammte Systemschock! Das einzige Problem, das wir nie gelöst haben. Na, wenigstens brachte er nicht der russische Armee in Berlin ein Marschieren zu sehen. Und Sie auch nicht, Herr Doktor. Herr Grubenführer, was für eine Überraschung. Ja, es war ein Tag für Überraschungen. Keine Überraschung hier, nehme ich an. Nein, wir haben ihn durch den Systemschock verloren. Ich konnte nie eine Lösung finden. Also das ist eine Überraschung. Besonders für einen brillanten Wissenschaftler wie... Aaron Leibovitz. Ja, auf jeden Fall war der junge Leibovitz wirklich brillant. Anerkannt von seinen Studenten am Hamburger Polytechnikum, bewundert von seinen Kollegen, aber dann... Im Jahre 1933 musste er sein Amt niederlegen, weil er Jude war. Und dann starb der junge Leibovitz an Tuberkulose nach unseren Aufzeichnungen. Nur um dann als Dr. Krieger wiedergeboren zu werden. Gefälschte Papiere für meine Geburt, Ausbildung und dann war es ganz einfach, mir eine Position im geheimen Robotikprogramm zu sichern. Und dann den Führer zu überzeugen, diese Torheit zu finanzieren. Roboter-Supersoldaten! Mensch, mein Gott, Sie Narr! Sie haben doch kaum eine Roboter-Katze gemacht! Ich habe Roboter-Supersoldaten kreiert und sie wären unaufhaltsam gewesen. Aber alle starben an Systemschock. Nein, sie starben alle an Carbolsäure-Injektionen. Was? Oh, mein Gott, die verschwendeten Leben. Leben? Das verschwendete Geld? Mein Gott, Mann, sie mussten ja Millionen verschwendet haben. Ja, und jeder verschwendete Pfennig würde ein Pfennig, der nicht für Gewehre ausgegeben würde. Für Patronen, für Bomben, für Kohle und die eisekalten wie Waggons in die Außen zu schicken. Ja, ja. Stichwort für die Geigen. Haben Sie noch etwas hinzuzufügen? Nur, dass ich nicht nur Katzen gemacht habe. Was? Gott, mein Gott! Hilfe! Ja, nicht wahr? Aktion! Hilfe! Hilfe! Heilige Scheiße! Es tut mir leid, dass du das mit ansehen musstest. Aber wir sollten gehen. Die Russen werden bald hier sein. Ha! Ich würde die Russen einen dreckigen Juden vorziehen. Wirklich? Nun dann, Aktion? Hier, Kätzchen.